Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserer russischen Wirtschaftssimulation. Soviet Republic, Workers and Resources. Oder andersrum, Workers and Resources, Soviet Republic. Hier unten rollen gerade unsere Trucks, laden Bretter auf dieses Depot, welches von unserem Zug, der gerade in dieser Nacht unterwegs ist anscheinend, und ich gar nicht weiß wo. Sehen wir ihn? Da rollt er. Kämpft sich hier hoch. Cool, wie man ihn von Weitem so hört. Der Sound ist nice. Gefällt mir sehr gut. Okay, ja, wir müssen unsere Wirtschaftsmacht etwas ausbauen, denn wir wissen natürlich jetzt, wie wir an Gelder kommen. Und hier unten wird ordentlich produziert. Sehr gut, Holz gefällt. In der Nacht wird gearbeitet. Und das nächste, was interessant ist, ist natürlich dann auch die Arbeit auf dem Felde, wo hier ein Laster jetzt gerade weitere Tonnen Getreide abholt. Wie seht ihr das jetzt? Wie viel kann er mitnehmen? Oh ja. Sehr gut. Voll alles mitgenommen. Und das fährt er dann hier hin. Hier sind schon 22 Tonnen drin. Die verarbeitet werden müssen. Durch Arbeitskräfte. Weitergeschickt werden hier an den Kornspeicher. Der Trecker kommt jetzt gerade wieder rein. Fährt der Trecker ins Lager oder fährt er wieder raus? Nein, er fährt ins Lager. Arbeitskräfte werden hier immer per Bus hergeschickt. Das heißt, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir vielleicht dann doch hier auch weitere Arbeitskräfte anbieten, die mit dem Bus hier hinkommen. Hier laufen ein paar hier rein, um die Pflanzen, die hier drin sind, zu verarbeiten. Was ich immer noch nicht so ganz verstehe, ist, warum nicht diese 22 Tonnen jetzt hier weitergeschickt werden. In den Kornspeicher. Ob es daran liegt, dass hier gerade keine Arbeitskräfte drin sind. Vielleicht bräuchten wir eine Bushaltestelle davor. Vor dieser Fabrik. Jetzt ist nämlich der Laster wieder da. Und das Ding ist, wir haben hier ja keinen richtigen Fußeingang. Das ist ja auch... Entschuldigt, das ist nun mal so. Wir gehen schwören hier nochmal rum. Aber irgendwie... Vielleicht können wir hier auch noch ein Gebäude hinzuholen, ein Fahrzeug hinzukaufen, welches vielleicht irgendwie dann... irgendwie noch dafür sorgt, dass wir weiter... Ich glaube nicht, nee. Oh, der hat 0 Leute dabei. Der hat 2 dabei. Ich denke, wir bräuchten mehr Arbeitskräfte hier. Wir können natürlich auch ein paar Leute ansiedeln. Wie
finde das mit den Bäumen wirklich hübsch. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, dass sich die Leute hier auch wohlfühlen. Aber wir bauen hier jetzt nochmal ein paar weitere Wohngebäude auf. So, die werden wir jetzt hochziehen. Mal gucken, dass wir ein paar Fußwege hier nochmal befestigen. Kann man hier vielleicht auch noch eine Straße ranhauen? Nö. Manchmal geht's, manchmal nicht. Aber hinten raus würde es gehen. Hier will er irgendwie nicht. Das sieht nicht so schick aus. Nee, das... Die Straßentools sind immer noch in dem Spiel ein bisschen... mau, wie ich finde. Jetzt kriegt er hier die Kurve nicht mehr hin. Eben hätte er sie hingekriegt. Ich verstehe es nicht. Dann machen wir es anders. So. Perfekt. So, wir holen uns hier natürlich welche aus dem sowjetischen Block mal rein. Die aber hier unten auch eine Busstation brauchen. Es geht einfach nicht anders. Bergab, zu sehr bergab, ja, dann Holzböcke. Wo ist sie denn? Da. Perfekt. Oh, laufen da viele Leute hin. Okay, dann brauchen wir ein Fahrzeugdepot. Brauchen wir auf jeden Fall einen schicken Bus. Nehmen wir den mal. So, und der kriegt jetzt von uns... Moment. Ach. Konstruktionsbüro, das war ja falsch. Hier muss der hin.
Ja, dann hoffen wir doch mal, dass er ein paar Leute zur Arbeit bringt. Hier warten nämlich viele. Und die Busstation ist größer. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz ran. Es ist ja so, dass wir Holz verticken. Hier, an der Stelle, mit dem Zug da hinten hin. Dann können wir jetzt mal ganz kurz uns darum kümmern, dass wir es hier etwas schöner machen. So, dann wird das ja alles ein bisschen grüner. Okay. Wie viel sind jetzt hier? Ach, immer noch 22.000. Dann gab es also anscheinend mal dann doch eine Weiterleitung der Pflanzen. Schätze ich mal. Wir importieren ja aber derzeit nichts an Ressourcen. Das ist gut. Und ach, hier ist immer noch ganz viel Essen im Warenhaus. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Gibt es hier hinten auch eine Anlaufstelle für Essen? Da. Ja. Alles klar. Dann kann dieser Zug auch. Also dann können wir da auf jeden Fall schon mal anfangen, dass wir da auch ein bisschen Essen hinliefern. Obwohl, es wären vielleicht auch einfach mal andere Märkte gut, ne? Dann können wir ein paar Transportfahrzeuge losschicken. Kann so ein Transportfahrzeug auch einen Supermarkt anfahren? Offener LKW. Geschlossener LKW. Wo ist der geschlossene? Da. Kann der auch das Ding anfahren und dann... Ja, könnte er. Gut, da müssen wir es nicht. Aber hier unten müssen auch Lebensmittel verkauft werden. Ja, sonst wird das alles nichts. Lebensmittel. Oh, eine Straßenladungsstation. Aha. So, hier ist eine Kneipe. Die Kneipe braucht immer Alkohol, ja, den wir hier im Übrigen einkaufen. Wird sogar automatisch gekauft, okay. Der Lebensmittelladen, der kauft aber nicht automatisch, oder? So. Manuel. Nicht einkaufen. Essen aus dem Ding hier holen. So. Dann hätte ich hier unten jetzt gern noch was anderes, nämlich... den Lebensmittelmarkt.
So, jetzt versuchen wir das mal. Der hier. Dahin. Und dann dahin. Fern. Fern. Beladen. Okay, und Start. Wir begleiten den jetzt mal. Wir bleiben mal an seiner Achse. Tonnen Essen. Jetzt eiert er wieder los. Und fährt ins etwas weiter entfernte Lebensmittelmärktchen. Dieses hier. Und damit hat das aufgeladen. Ja, super. Perfekt. So können wir das hier machen. So können wir die mit Lebensmitteln versorgen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir dann hier vielleicht noch so das eine oder andere weitere Wohngebäude haben. Nehmen wir mal das hier. So. Ja, da passt es leider nicht hin. Aber hier hat es gepasst. Das gefällt mir doch sehr, dass die Dinger fertig sind. Wir ändern sie natürlich, natürlich an ihrer Arbeit. Und die Statue, die wir hier mal gebaut haben, hier habe ich doch auch irgendwo eine hingestellt, oder? Da. Die ist zugewuchert. Naja, gut. Okay. Nehmen wir mal so hin. Okay. Wie mache ich das, dass ich Leuten sage, wo sie arbeiten sollen? Das geht nämlich auch irgendwie. Dass ich zum Beispiel Leuten sage, die, glaube ich, hier sind, den darf ich, glaube ich, sagen, wo sie arbeiten. Fügen Sie Gebäude hinzu, in die die Bürger gehen sollen. Nur leider kann ich den nicht sagen. Hier, 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 hier. Obwohl da eine Busplattform ist. Ich könnte denen sagen, die sollen zur Busplattform laufen. Und die hier?
Der Busplattform kann ich das leider auch nicht sagen. Na, hier gehen genug Leute hin. Unsere Kohlekraftwerkarbeiter darf ich eigentlich nicht vernachlässigen mit so ein paar Sachen. Auch ihr werdet für Lenin arbeiten. So. Okay. Ja gut, wir wachsen. Bin mal gespannt, wie wir vorankommen. Auf jeden Fall war das wieder eine Folge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Macht's gut und tschüss.